Die Dritt- und Viertklässler der evangelischen Grundschule Döbeln-Technitz gewannen am Mittwoch den 11. Dobliner Cup. Sie waren eine von 7 Grundschulen aus dem Altkreis Döbeln, welche an der Veranstaltung teilnahmen. Das Wetter war zunächst kühl und trocken. Hitzig und schweißtreibend ging es auf dem Platz her. Schon im ersten Spiel bezwangen die Technitzer den Titelverteidiger, die Grundschule aus Mochau, mit 2:0. Im Verlauf des Turniers zogen die Technitzer Grundschüler ihre Erfolgsspur weiter. Die Ostrauer mussten ein 0:2 hinnehmen, die Kunzemann-Schule ein 0:3 und die Rossbeiner verloren mit 1:3. Großweitschen bekam 5 und die Schlossberg-Schule 8 Tore eingeschenkt. Damit beendeten die Technitzer das Turnier ungeschlagen. Am Ende hatten sie 18 Punkte, 23 Tore und nur einen Gegentreffer zu Buche stehen. Damit konnten sie die Glückwünsche, den Siegerpokal und die Qualifikation als regionaler Vertreter für den Energiecup am 5. Juni entgegennehmen. Außerdem sponserten die Stadtwerke Karten für den Besuch eines Spieles von Dynamo Dresden. Glückwünsche bekamen auch die Spieler aus der Mannschaft der Grundschule Mochau. Mit 13 Punkten und 14:3 Toren belegten sie den 2. Platz. Als Zusatzpreis gab es einen Tag im Ferienlager von ML Sports. Die Veranstaltung im Heinz-Gruner Sportpark, organisiert von den Döbelner Stadtwerken, ist längst zur Tradition geworden. Dafür gab es Neuerungen bei den Regeln. Diesmal gab es keine Gruppenphase und auch keine Halbfinal- und Finalspiele. Es hieß jeder gegen jeden, Freistöße und Abschläge über die Mittellinie waren gestattet. Gespielt wurde über 1x10 Minuten in Mannschaftsstärke 1:6 plus Auswechselspieler. Nach der Niederlage im ersten Spiel gewannen die Mochauer mit 2:1 gegen die Mannschaft der Grundschule Ostrau. Die Kunzemann-Schule verlor mit 3:0 und die Schlossberg-Schule mit 7:0. Lediglich die Großweitschener trotzten den Mochauern ein 0:0 ab. Mit 2:0 mussten sich die Rossbeiner geschlagen geben. Die Grundschüler aus der Nachbarstadt belegten mit ihrer Mannschaft den 3. Platz. 10 Punkte und 14:7 Treffer standen am Ende auf ihrem Konto. Für den 3. Platz gab es neben dem Pokal auch einen Gutschein für eine Eisbombe. Die Spielstärke der Rossbeiner bekamen die Mannschaften aus Ostrau mit einem 2:1, die Schlossberg-Schule mit einem 0:7 und die Kunzemann-Schule mit einem 0:2 zu spüren. Gegen die Fußballer aus Großweitschen reichte es nur zu einem 1:1 Unentschieden. Bleibt noch nachzutragen, dass die Grundschule Großweitschen und die Kunzemann-Schule punktgleich mit 7 Zählern auf Platz 4 und 5 lagen. Die Großweitschener hatten das bessere Torverhältnis. Die weiteren Plätze gingen nach Ostrau und an die Schlossberg-Schule. Per Losentscheid gab es für die Großweitschener ebenfalls Karten für ein Dynamo-Spiel und für die Kunzemann-Schule einen Gutschein für eine Eisbombe. Damit war der 11. Dobliner Cup Geschichte und der Sieger, die evangelische Grundschule Döbeln-Technitz, vertritt Döbeln beim Energiecup am 5. Juni.